Ich finde, Deutschland ist das beste Land der Welt, wenn du über gesundheitliche Themen mit Fremden reden kannst. Weil in Amerika kannst du das nicht machen. Ne? Einer sagt zu dir, hey John, how you doing? And you say, yeah, I have problems with my back and my lungs, weißt du? Und dann kannst du nicht weiter erzählen, weil der Typ schon weg ist. Aber in Deutschland bleibt man stehen, man hört zu, man macht Notizen, man leidet mit. Ich war einmal an der Bushaltestelle, ich hatte Lendenprobleme, LWS, hier, es tat weh. Ich habe die Stelle gerieben und einer hat es gesehen und der sagte zu mir, junger Mann, ich habe auch Rückenschmerzen. Wir kamen sofort ins Gespräch. Der sagte, ich habe auch Nackenschmerzen. Ich habe auch Nackenschmerzen. Und dann hat er gesagt, ich habe Blasenschwäche. Und ich sagte, ich noch nicht, aber ich freue mich drauf. Es war wahnsinnig. Und dann fragte ich den Typ, ich habe ihn gefragt, wie kriegen Sie Ihre Rückenschmerzen weg? Und der sagte, junger Mann, ich mache Beckenbodenübungen mit meiner Frau dreimal in der Woche. Ne? Und ich habe gesagt, können Sie mir zeigen, wie das geht? Und der sagte, warum nicht? Der Bus ist nicht da. Bis er kommt, ich zeige es Ihnen, junger Mann. Ist das geil? Wir standen da, synchron. Wir haben minutenlang diese Bewegung gemacht. Und dann quatsche ich mit meinem Arzt. Ne? Und mein Arzt sagte zu mir, ja, Ihre Gefäße sind nicht so in Ordnung. Na, ich habe gesagt, okay, was ist für mich die beste Ernährung nach so einer Bypass-OP? Und er guckte mich an und er sagte, die beste Ernährung ist die vegane Ernährung. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, was ist die zweitbeste Ernährung? Ich fragte, was ist das? Und er sagte zu mir, ja, das ist eigentlich alles sehr gesund. Der sagte, du kannst alles essen, aber nichts mit Mutter oder Gesicht. Und dann bin ich mit meinen Kumpels essen gegangen. Es ist so schlimm. Alles, was ich mag, hat entweder eine Mutter oder ein Gesicht. Und ich habe gegessen und ich hatte mehr Hunger nachher als vorher. Und ich sage euch, warum. Ich habe beim Essen nur 17 Kalorien aufgenommen und beim Kauen 300 Kalorien verbraucht. Das heißt, ich wäre satter gewesen, hätte ich nichts gegessen. Und meine Kumpels versucht mich aufzubauen. Die haben gesagt, boah, John, das sieht sehr gesund aus. Oh, John, du wirst davon nicht dick. John, du brauchst jetzt nur die passende Weide.